Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch dieses Kreuzstickbild anfangen. Aufgrund der Kooperation, die ich mit VIP Cross-Stitch habe, hat man mich gebeten, dass ich zusätzlich zu einem Unboxing auch ein Produkt von meinen drei Sachen, die ich auserwählt habe, mal eine kleine Vorführung mache. Mache ich natürlich sehr gern. Wie gesagt, ich habe es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Wie gesagt, das ist dieser Fruchtteller, um den es geht. Ich habe, wie mit meinen anderen Projekten, schon mal ausgefüllt meinen Tracker. Und zwar ja, ist das 14 Count AIDA, 34 mal 34 Zentimeter. So steht es zumindest auch hier drauf. So. Dadurch, dass das ein bedruckter Stoff ist, brauche ich jetzt momentan keine Anleitung und keine zusätzliche Stickschrift, sondern habe das hier drauf. Und wenn das kein Wasser bekommt, dann wird dieses auch lange halten. Aber sollte doch mal Gefahr laufen, dass ich Wasser ausschütte oder wie auch immer, dann habe ich ja noch diese Stickschrift. So, also es soll 34 mal 34 Zentimeter sein. Dann gucken wir mal, das hatte ich im Unboxing vergessen, wie viel das in Wahrheit ist. So. Okay. Also 26,5. Also geht man von dem Stoff aus, das ist 34. Ja, also man geht immer von dem Stoff aus, aber es sind 26,5 in der Breite und in der Länge. Ich sag mal so, von der Sache her reicht das auch vollkommen aus. Ich nehme mal auch an, dass man das alles gut erkennt und es muss ja nicht immer ein großes Bild sein. Darum ist das in Ordnung. So, ich werde hier oben anfangen und gehe dann nach unten. Mein San Francisco Bild, die Lombard Street, habe ich ja von unten nach oben gemacht, aber ich würde einfach sagen, ich mache es diesmal von oben nach unten. So, ich zeige es jetzt mal hier. Ich werde jetzt hier mit dem blauen beginnen. Das müsste die 22 sein. Ich schaue mal, ja, das ist die 22. Und auf meinem Garnkarte hier. Ja, gut, okay. Kann sich nur um Stunden handeln hier. So. Habe ich. Ach, wisst ihr. So. Na, entschuldigt bitte. So wäre das jetzt hier die 22. Ja? So, ich drehe mir das immer ganz gern, damit ich euch ganz ein Jahr hier verwirre, das Ganze mal hier rum, weil es geht mir um um diese Sache hier. So, sag ich meine Nadel. Weil von hier ist dieser Punkt, wo man das rausziehen kann. Und ja, weil ich jetzt so viel Blau habe, bin ich jetzt mal faules Mädchen, langes Fädchen. Nehme ich mir dann zwei raus. So. Dann würde ich sagen, wir fädeln das erstmal ein. So, das ist Nummer 1. Och Leute, was ist denn das hier? Wartet mal, ich muss mal ganz kurz aus der Kamera raus.
So. Weil dann mache ich dann nämlich einen Knoten und keine Schlinge. Wie gesagt, die Farben sehen auch gut aus und glänzen richtig schön. Wie gesagt, bedruckte Sachen mag ich im Großen und Ganzen ja, manchmal nicht so gern, weil man durch diese grellen Farben sieht man nachher nicht genau, wie das so aussieht. Ne? Wenn man so ganz einfarbigen Stoff hat und nach Zählvorlage, dann kann man das besser machen, aber gut, okay. So, der Stoff ist auch relativ starr, das heißt, ich werde, wie ich das bei diesen Sachen mache, zusammenrollen, umdrehen. So, dann kann ich nämlich besser dran arbeiten, weil dieser Stoff hält ja auch viel aus. So, dann klemme ich das hier einmal hier fest und einmal hier fest. So, und dann kann ich hier anfangen. Ja, so, super. So, also, dann wollen wir mal den ersten Stich wagen. Ich weiß aber nicht, warum ich das Loch nicht finde beim ersten. So. Man sieht auch, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt ja seht, aber die Löcher sind auch alle einheitlich, die Farben auch wirklich gut sichtbar und auch stehen dann hier Zahlen, wenn man jetzt dieses hellgrüne oder so, ne, dann kann man dann immer gleich gucken, ob man noch richtig ist. So, dann wollen wir mal anfangen. Also das Garn ist auch wie bei AliExpress, finde ich, wirklich sehr gut. Zumindest jetzt hier von den beiden Kooperationen, die ich jetzt hier habe. Weil ich sag mal, man muss auch natürlich aufpassen, weil dadurch, dass man das auf so einen, durch so einen harten Stoff zieht, kann es natürlich sein, dass das Garn dann vielleicht reißt oder ausfranst hier so an der Seite. Aber das merkt man nicht. Also das fällt einem noch gar nicht so auf. So, dann würde ich hier gleich ins nächste gehen und die obere Reihe dann hier machen. Ja. Wie gesagt, diese Farbe und das hier, das soll, wenn man es dann im Wasser legt, wenn es fertig ist, soll das dann verschwinden alles. Ich selber muss zur Schande gestehen, habe noch kein. Ich habe sehr viele Bilder von AliExpress, wirklich sehr, sehr viele. Und die ich nicht gezeigt habe noch. Ja, und habe aber, wie gesagt, noch keins fertig. Die Lambert Suite ist ja leider auch noch nicht fertig, sodass ich es noch nicht ausprobieren konnte, ob das wirklich alles rausgeht oder ob die Garne dann, ob das denn abfärbt, das weiß ich nicht. Also wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat und das oder sich damit auskennt, es wäre schön, wenn ihr mir da mal schreiben könnt, ob es wirklich so einfach ist, dass es mit Wasser und dann verschwindet. Und dieser Stoff, wie gesagt, man
Also ich sag mal, ich könnte es gar nicht einspannen. Ich habe es mal versucht in den Q-Snap, klar, da kann man das richtig schön einspannen, aber von der Sache her braucht man das nicht. Dadurch, dass der Stoff so hart ist, werden die Stiche auch gleichmäßig. So habe ich es festgestellt. Bei meinem Châtelaine zum Beispiel, da habe ich es ja definitiv in einem Rahmen drin, auch wegen den Kristallen nachher und so weiter. Aber so muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier eine super Sache. Lässt sich wirklich sehr gut hier sticken. So, jetzt die Rückreihe. Und irgendwie hat das Garn was. Also irgendwie glänzt das so schön. Ich mag eigentlich so die hellen Farben nicht, weil ich doch nicht so akkurat arbeite. Und da finde ich es vielleicht ein bisschen ungleichmäßig. Mal gucken. Es gibt ja auch einige Stickerinnen, die machen, weil wie gesagt, das dreht sich das Garn. Und wenn man jetzt zum Beispiel, manche machen es so, dass sie hier reinstecken in die Mitte von den beiden Fäden und dann durchziehen. Das verhindert, dass die Fäden ineinander sich verdrehen. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt das erste mit das erste hier, weil mir ganz ehrlich das manchmal so zu umständlich ist. Ich sehe ja den YouTuber, die das mit einer Geschwindigkeit dann machen. Klar, das ist alles sicherlich eine Übungssache. Aber ich sag mal, dieses Bild, ja. Es ist ein Bild, das hatte ich mir damals ausgesucht. Ich fand ja das Bild schon damals schön und wollte mir das eigentlich selbst kaufen. Aber dann hatte ich dann doch andere Motive gesehen und ja, irgendwann muss auch mal Schluss sein, hatte ich mir gedacht, mit kaufen. Dann habe ich ja die anderen Stoffe kennengelernt mit den größeren Count und bessere Motive und so weiter und habe dann gedacht, ja, dann mache ich lieber erstmal das. Aber ich finde das halt hier jetzt sehr schön so zum Sticken. Nur es wird jetzt kein Projekt, wo ich sage, damit muss ich in binnen von so und so einer Zeit fertig werden. Da habe ich andere Projekte, die mir mehr am Herzen liegen. Das ist jetzt hier so ein kleines Zwischendurch-Bild, was natürlich auch lange dauern wird. Aber das ist jetzt nicht ein Bild, wo ich sage, das muss ich jetzt 2022 fertig haben. Das kann man wirklich mal machen, wenn man ja irgendwie mal einen Livestream mitschaut oder sowas, wo man allemann sticken oder wenn man irgendwo hinfährt. Wie jetzt, wenn wir mal wegfahren in Urlaub oder so mit dem Auto, dann kann ich das mitnehmen, kann das denn im Auto mitsticken. Ja. So, seht ihr, da habe ich jetzt die erste Reihe. Na gut, man sieht jetzt nicht. Also es ist gleich, also es ist schön. Das ist jetzt erstmal schön. Man sieht halt das Hellblaue hier noch mit drunter. Aber das ist nachher, wenn man das gewaschen hat oder so, dann sieht man das nachher nicht mehr. Und wenn man mehreres gemacht hat, dann fällt auch jedes Einzelne nicht auf, sondern dann sieht man ja das Gesamtergebnis. Ja, also von der Sache her ist das schon prima. Ne? Ich möchte euch nochmal die Farben zeigen. Dadurch, dass das ja 38 Farben sind, ist das schon eine ganze Menge. So, aber ja, ich sag jetzt mal, ah, das schimmert trotzdem. Das schimmert. Also das wird
ein sehr schönes, farbenfrohes Bild. Ich habe jetzt hier noch die Nadeln dran gelassen. Ja, das ist wirklich. Hier sind dann noch die Farben. Da freue ich mich dann auch, wenn ich dann so eine schönen, kräftigen Farben. Und hier sind ja dann auch noch diese Farben dazu. Ja, wie gesagt, ich habe das von VIP Cross Stitch, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss wirklich sagen, es ist ein schönes, kleines Bild, für Anfänger, Fortgeschrittene wunderbar geeignet. Es steht alles drauf. Wo habe ich es nochmal? Hier. Hier steht wirklich nochmal alles drauf. Hinten, wenn ich das mal umdrehe, ist nochmal alles beschrieben, wirklich idiotensicher. Das sind so ein Strang, hat 6 einzelne Fäden, 4 11CT, das haben wir nicht, aber da hätte ich 3 Fäden gebraucht. Und für 14CT, das ist das, was ich habe, sind es dann 2 Fäden, mit denen man stickt. Ja, ansonsten, hier ist dann nochmal beschrieben, das suchen wir, wo man das findet, wo man es denn hernimmt. Ja, das ist das. Hier unten ist nochmal erklärt, das ist allgemein, wenn man jetzt einen Kreuzstich, einen halber Stich, einen Viertelstich, einen Dreiviertelstich, was es alles gibt. Und ja, alles so. Dann ist es auch hier beschrieben, dass man es mit 30 Grad waschen kann und dann für mehr als 3 Stunden oder so. Clean Water, ja, okay. Also wie gesagt, das dann muss ich mir natürlich noch übersetzen, richtig? Ja, und dann kann man es auch denn wahrscheinlich bügeln oder so. Aber das muss ich denn, wenn ich damit mal fertig werden sollte, heißt das. Ja, wie gesagt, das ist von VIP Cross Stitch. Da gibt es auch einen 5% Rabattcode. Den werde ich euch dann in die Infobox packen. Es gibt aber auch, ich glaube, wenn man 5 Produkte bestellt, bekommt man 1 davon gratis. Also das steht auf der Internetseite. Ihr müsst doch mal bitte schauen. Ja, ja. Also ich würde trotzdem mich freuen, wenn er sagt, ihr guckt da mal hin. Wie gesagt, da habe ich ja von meinen High Heels auch die Stickvorlagen gefunden. Ja, man kann natürlich aber auch sagen, man nimmt nur diese Stickvorlage hier und macht das auf einfachen Stoff, den man hat. Also man muss jetzt nicht diesen festen Stoff nehmen, so wie bei meinen High Heels. Da habe ich ja auch einen anderen Stoff genommen mit 28 Count, glaube ich war es, oder 32. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher und habe dann das Muster da drauf gemacht. Also von der Sache her könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Wenn ihr das nehmen wollt, gerne. Das ist auch einfach und man muss auch nicht so viel überlegen. Oder ihr nehmt dann die Zählschrift, die hier drin ist. Ja, da hatte ich ja geguckt mit euch ja beim Unboxing. Beim Unboxing, das sind auch große Schrift und ist auch wirklich ganz deutlich. Also besser geht's nicht. Ja, hier sind dann auch nochmal die ganzen Symbole oder Symbole sind es ja nicht, es sind ja Buchstaben. Und was schön ist, das sind halt DMC-Nummern. Da kann ich das dann wegpacken in mein Ablagesystem. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich danke euch wieder, dass ihr mit Interesse geschaut habt. Wünsche euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut, eure Stickliesel.